Hallo, herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind immer noch in New Atlantis und müssen jetzt hier unser Transportsystem wieder nutzen, um dann wahrscheinlich zum, genau, Raumhafen zu fahren. Das machen wir doch gleich mal. Und dann geht's endlich los auf unsere erste Mission für die Constellation. Genau, so hießen die. Ich hab's immer nicht so mit den ganzen Namen. Ich vergesse die immer so schnell. Man bringt irgendwie alle durcheinander aus den ganzen verschiedenen Spielen dann auch. Ich habe die Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NET wird mir immer noch übel. Kann ich nicht beurteilen, wie das da drin ist. Ich sehe da nur einen Ladebildschirm. Aber ich kann mir vorstellen, die Beschleunigung ist wahrscheinlich ziemlich heftig und nicht so super angenehm, wenn man es nicht so gewohnt ist. Ich könnte eine Erdemauer brauchen. Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Ja, in der Tat, sehr schön. Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Kunst. Einfach nur Kunst. War gerade kurz verwirrt, warum das hier so eckig und kantig ist, aber das soll so. Ich dachte, es wäre kurz pixelig, aber nein, das soll so. Beware of Rocket Blast. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Wir brauchen seit dem Koloniekrieg keine diplomatischen Visa. Gesetz ist Gesetz. Und dieses Gesetz gilt noch. Sicherheitscharta von New Atlantis, Anhang 2308, Artikel 2, Paragraph 8. Lächerlich, das hast du dir doch nur ausgedacht. Der Krieg ist seit bald 20 Jahren vorbei. Ich bin Vertreter Evans Chisholm vom Freestar Collective. Ich komme seit Monaten her und versuche, den Frieden zu bewahren. Ich mache die Gesetze nicht, Vertreter. Ich setze sie nur durch. Schönen Tag wünsche ich, aber anderswo. Schönen Abend, hm? Ja, ein sehr schöner Abend. Höchst sympathischer Mensch. Also wir haben kein Visum gebraucht, aber wir sollen mal kurz mit ihm sprechen, mit Vertreter Chisholm. Was? Oder Chisholm? Hier ist er nochmal. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Geht's dir gut? Ich wollte dich nicht stören. Ich, entschuldige bitte den Tonfall. Nein, mir geht es nicht gut. Ich muss dringend in die Botschaft, um zu arbeiten. Aber unsere übereifrige Security will mich nicht in die Stadt lassen. Angeblich brauche ich ein diplomatisches Visum, was bei meinen vielen Besuchen in New Atlantis noch nie der Fall war. Kennst du jemanden, der helfen könnte? Ich kann mit Ihnen reden. Oh, wirklich? Und ich reiße dir fast den Kopf ab. Entschuldige, ich bin nur, nun ja, überrumpelt. Könntest du vielleicht in die Botschaft des Freestar Collective gehen und mit einem Diplomaten reden? Der wird wissen, was zu tun ist. Wieso hatten sich jetzt der Synchronsprecher von dem gewechselt mitten im Reden? Okay, oh, what the fuck. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war, ja. Ach komm, kein Thema. Jeden Tag eine gute Tat. Ach, danke. Ich warte hier, bis die Botschaft die Kavallerie schickt. Was soll ich auch sonst tun? Gibt es ein Problem? Bestimmt nur einen Frosch im Hals gehabt. Der Gute. Wir reden noch mal kurz mit Officer Wilkes, vielleicht auch noch was zu sagen. Kann ich helfen? Ich weiß nicht, was so unter Sicherheit, was... Wir probieren es einfach mal aus. Du scheinst richtig persönlich was gegen den Mann zu haben. Ich, wow. Ich meine, ja, stimmt schon. Die Freestar-Politiker tun so, als gehöre ihnen die Stadt. Frieden? Pah! Was ist bitte so friedlich daran, den Sperrvertrag zu brechen? Einfach in neue Systeme zu expandieren? Jeder weiß, dass sie es machen. Jeder! Das am schlechtesten gehütete Geheimnis in den besiedelten Systemen. So haben sie schon den Koloniekrieg ausgelöst. Mein Onkel ist in dem Krieg damals gefallen, weißt du? Ja, also kein persönliches Problem mit ihm, sondern eher mit seiner Organisation. Natürlich nicht und trotzdem kann der Vertreter auch nichts dafür. Du solltest ihn reinlassen. Ich, du hast ja recht. Ich darf das nicht an den Leuten auslassen. Der genau. Vertreter kann nichts dafür. Ich rede mit ihm und kläre die Sache. Danke, Vertreter Chisholm. Ich, habe noch einmal nachgeschlagen und das war ein Irrtum. Ach ja? Deine böswillige Belästigung war nur ein Irrtum? Eine Fehlinterpretation? Ich, versuche nur, mich zu entschuldigen.
Du darfst natürlich einreisen. Und dein Erlebnis entspricht nicht unseren üblichen Standards. Tut mir leid. Endlich. Ein Schuldeingeständnis. Genau diese Ehrlichkeit kenne ich von der UC Security eigentlich. Danke. Dann gehe ich jetzt. Ah, okay, das war eigentlich gar nicht jetzt der Plan. Also so, ich habe gar nicht gesehen, was unser Auftrag war. Ob wir mit ihm reden sollten oder mit jemand anderem. Aber da haben wir auf jeden Fall sein Problem schon mal gelöst. Und ich glaube, wir reden nochmal ganz kurz mit ihm. Die UC Security ist offenbar zur Vernunft gekommen. Ich habe dein Gespräch mit diesem Officer Wilkes bemerkt, bevor er sich entschuldigt hat. Hier, ein kleines Dankeschön vom Freestar Collective. Wie geht's dir heute? Oh, 1000 Credits. Ja, gerne. Wird auch gerne geholfen. Perfekt. Ja, so schnell kann man Leuten helfen. Wunderbar. Genau, Freestar Collective wahrscheinlich eine weitere Organisation, der wir uns, glaube ich, auch anschließen können, irgendwie in Zukunft oder könnten. Sage ich dann mal eher. Mal gucken, welcher wir uns am ehesten anschließen, ob wir vielleicht sogar uns allen anschließen können, so über die ganze Zeit. Oder ob man sich für eine entscheiden muss. Aber jetzt folgen wir erstmal unserer Mission hier. Genau, Vesco wartet auch schon. Und ich glaube, wir können Sarah auch noch dem Schiff zuweisen, oder? Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Hi. Informeller Gruß zurück. So, ich gucke mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, weil dann geht's bestimmt gleich weiter. Wo können wir nochmal die NPCs zuweisen? War das direkt unter Schiff? Nein. Ah, doch, Crew vielleicht? C. Genau, Sarah Morgan können wir auch noch zuweisen. Hat 4. Also Astrodynamik komplett ausgebildet. Laser 3, Führung 2 und Botanik 1. Ja, wir können die auch hiermit zuweisen. Perfekt, dann haben wir unser Schiff praktisch voll besetzt. Das ist super. Ah, und wir können auch hier in den Frachtraum schauen. Ah, okay. Genau, hier haben wir dann alles mögliche drin. Cutter haben wir aus irgendeinem Grund 4 Stück hier drin liegen. Genau, die Ressourcen, das ist richtig. Und ich gucke nochmal ganz kurz, weil ich habe gesagt, ich möchte diese ganzen Bücher eventuell verkaufen. Und dann können wir auch gleich mal kurz gucken, ob unser Schiff, ach, da landet gerade jemand, einen begrenzten Stauraum hat. So, Moment, was gibt die Optionen? Kaufen, verkaufen, ne, was haben wir hier? Ah, verkaufen aus Schiff, genau. Ja, der Händler hat leider noch keine weiteren Credits. Aber unser Schiff hat hier zumindest keine Stauraumbegrenzung hier. Vielleicht können wir da unendlich reinlagern, das wäre ganz cool eigentlich. Guten Tag, Captain. So, nicht vergessen einzusteigen, Vesco, du musst auch mit ins Schiff. Und dann mal rein. Licht den Antrieb anwerfen? Ja klar, mach mal. So, überprüfe den Status deines Schiffes. Ah. Okay, wir haben noch von Region Industries zurück an die Arbeit als Mission bekommen. Achso, genau, das war die Jobanzeige. Die Aktivitäten. Genau, wir haben noch Forschungsprojekte und Item herstellen oder modifizieren. Ich will mal das ganz kurz mit abschließen. Dann haben wir es aber schon erledigt, eventuell ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Wenn wir es dann abschließen können. Gucken wir doch mal direkt bei Waffen wieder rein. Können wir das? Nee, Chlorsilane fehlen uns. Helmmods? Nee, da haben wir auch nicht die Materialien für. Hier leider auch nichts. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt haben wir die ganzen Forschungen vorher schon abgeschlossen, die zwei kleinen, die schon gingen. Und hier fehlen jetzt einmal Aminosäuren, aber die haben wir nicht richtig. Haben wir die? Nein, haben wir leider gar nicht. Schade. Dann mal kurz in unser Item statt. Okay, sie liegt sich einfach schlafen in unserem Bett. Ich dachte, die startet den Antrieb, aber auch gut. Gut, haben wir noch eine Itemstation? Irgendeine Waffenstelle? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben keine Werkbank oder sowas. Ja, auch gut. Dann in einem größeren Schiff vielleicht mal. Aber gut, jetzt geht's ab. Zu wahrscheinlich dem anderen Planeten. Oder ja, auf jeden Fall zu einem anderen Planeten. Oder? Ist der hier? Ich hab schon komplett vergessen, wo wir hin müssen.
Aber hier mal ab. Hoffentlich ohne weitere Komplikationen. Bringen wir den Vogel ins All. Oder überhaupt Komplikationen, wir hatten ja keine nicht weiteren. Und auf geht's. Schon ist verdammt gut aus dem Spiel. Ist so schön. Erreichen den Orbit. Okay, wir sind im Orbit. Durch eine Menge Schiffe unterwegs. Die hier zum Glück alle freundlich sind. Keine Piraten diesmal. So, und was ist jetzt unsere Aufgabe? Ich glaube, wollen wir erstmal kurz gucken hier. So, alte Heimat. Frage in Sidonia nach Moara. So, auf Karte zeigen. Das ist hier oben. Auf einem Stern, den wir noch nicht kennen. Wie komme ich da hin? Warte. Kurs festlegen. Und dann können wir springen. Achso, das ist der Mars. Okay. Dann Raftjump in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und ab die Post. Sauberer Sprung. Ja, vielen Dank. War mein erster Sprung. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. Das ist ja auch immer mies, dass sie mir einen erstmal nochmal scannen, ey. Okay, dann wir müssen hier in Sidonia runter. Ah, es gibt auch noch ein paar weitere Stationen hier auf dem Planeten. Aber wir landen mal hier. Auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ganze mit dem Landen und irgendwie hinfliegen und irgendwie hinspringen. Aber ich glaube, da kommt man noch ganz gut rein. Ich fände es ja cool, wenn es ein bisschen wie in No Man's Sky geregelt wäre, dass man wirklich halt selber landen kann. Und jeden Planeten praktisch komplett in die... Also bei jedem Planeten in die Atmosphäre reinfliegen könnte. Was? Du bringst mich immer an die schönsten Orte. Captain, Grüße. Grüße, ja. Okay, Ort entdeckt. Sidonia. Was für eine wunderbare Aussicht auf den Marshimmel. Es wundert mich, dass es in dieser tristen Stadt so ein Fleckchen gibt. Ja, hier gibt es Steuerkonsolen. Wir schauen mal. Achso, diese Frachtlinks aktuell nicht aktiv. Okay. Ich hatte gehofft, wir können wieder was verkaufen eventuell. Wo geht's denn? Ah, da drüben geht's runter. Es gibt also nicht in jedem Raumhafen so eine Verkaufsstation. Außer die ist hier noch versteckt, aber das schaut nicht so aus. Na dann mal nach da drüben. Ach ja, der Mars. Schön ist er. Und oh ja, hier ist eine, glaube ich, andere Gravitation. Hui. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich das? Sidonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Ja, auf jeden Fall. Na schön. Aber so komplett unterirdisch war das jetzt ja nicht. Also, war ja noch schon, also einige Gebäude, die auch oberirdisch standen. Zumindest Teile der Gebäude, vermute ich mal. Vielleicht ist auch eine Riesenstadt hier unten drin, das kann natürlich auch sein. Aber das werden wir gleich herausfinden. So, welcome to Sidonia. Humanity's stepping stone to the stars. So, mal kurz hier durch die Dinger durch. Was soll das heißen? Ich habe einfach keine Zeit. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Bitte, erbiete Mitch Benjamin Hilfe an. Ja, wo ist der denn? Ist der hier? Wenn es irgendwo Ärger gibt, nee, das ist Boof. Sag Bescheid. Mhm. Das Gemeindezentrum auf P1 ist perfekt, um Menschen zu treffen oder deine spirituellen Bedürfnisse zu erfüllen. Hm, und wo ist Mitch? Das ist Cor Vincent Woodard. Wo ist denn der Kollege? Ich frage gleich vorne einfach mal nach, wenn das geht. Komm schon,
Cydonia kann ganz schön deprimierend sein. Such dir rechtzeitig Hilfe, bevor das zu einem Problem wird. Ja, du hast recht. Okay, mit Trevor müssen wir auch noch reden. Ich glaube, man kriegt immer automatisch irgendwie Aufgaben nebenbei teilweise zugewiesen, wenn man irgendwie Gespräche belauscht. Wenn du es mit der Kopfgeldjagd versuchen willst, sag Bescheid. Tracker Allianz Agent, wir reden mal kurz mit dir. Hey Schätzchen, du siehst aus, als könntest du dir die Hände schmutzig machen. Die Tracker Allianz ist immer auf der Suche nach Kopfgeldjägern, die gesuchte Verbrecher finden und töten. Wenn das was für dich wäre, rede mit mir oder sieh dir die Auftragsbörse an. Ich guck's mir einfach mal an. Oder wir fragen erstmal, was ist denn die Tracker-Allianz überhaupt so genau? Wir sind die krassesten Kopfgeldjäger in den besiedelten Systemen. Die Leute bezahlen uns, um Verbrecher, Abschaum und anderes Gesindel zu finden, wenn sie selber nicht können oder wollen. Ken, hast du irgendwelche spannenden Geschichten von der Kopfgeldjagd? Soll ich dir das erzählen? Warum nicht? Ist eine ziemlich gute Geschichte. Also, ich sollte einen richtig toughen Spacer aufspüren, okay? Ich finde sein Schiff, gehe unbemerkt an Bord und erwische ihn ungelogen mit runtergelassener Hose. War wohl gerade erst aufgestanden oder so. Jedenfalls, bevor er reagieren kann, tackle ich ihn, um ihm Handschellen anzulegen. Und er lässt einen Spruch ab, will mich anmachen. Tja, nur sowas kommt bei mir nicht gut an. Und naja, es hieß tot oder lebendig. Also entscheide ich mich für tot. Nur war das gar nicht der Richtige. Aber der Typ wurde auch gesucht. Kaum zu glauben, oder? Naja, die Allianz fand es nicht ganz so lustig wie ich. Also darf ich nur noch neue Rekruten babysitten. Ist wohl nicht so gut gelaufen für den. Wir gucken uns mal kurz die Kopfgeldaufträge an, auch wenn ich jetzt gerade noch keine annehmen möchte. Aber ich würde einfach gerne mal kurz mal reinschauen. Du willst so Interesse also ein bisschen halber auf Kopfgeldjagd gehen, ja? Tja, dann bist du im Broken Spear genau richtig. Die Tracker Allianz schreibt da drüben an der Auftragsbörse Aufträge aus. Ist nicht zu übersehen. Mich juckt's zwar in den Fingern, selber wieder Flüchtige zu erledigen, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Also komm nicht heulend angerannt, wenn du es nicht gebacken kriegst, klar? Ja, alles klar. Kannst du mir noch mehr über die Auftragsbörsen erzählen und wo ich sie... Ja gut, nee, das wollen wir nicht unbedingt. Pass auf dich auf. Warst du schon mal auf Akila? Die Security-Uniformen da sind richtig, richtig cool. Nee, da waren wir noch nicht. Wo? Okay, hier im Broken Spear oder Spears... Ah, Kopfgeldbegleichung, Selbstbedienung, Auftragsbörse. Schauen wir mal, halt, nein, keine Mission annehmen. Oh, okay, die zahlen teilweise gut, 9000 Credits, manchmal nur so um die 1000 rum. Was ist das denn hier? Vertrag mit der Liga der selbstbestimmten Siedler. Auf Piazzi 4-C in Piazzi könnte es Leben geben. Wir suchen erfahrene Entdecker, die den Planeten für uns wahrscheinlich entdecken, analysieren. Ach so, okay, sind nicht alles Kopfgeldmissionen. Hier unten zwar töte oder zerstöre irgendwas. Was war noch Transportmissionen? Oh ja, okay, warum nicht? Also nicht sofort jetzt. Was ist das denn? Also ich glaube, da startet gerade ein Raumschiff über uns. Und hier, Selbstbedienung, was gibt's hier? Der Kopfgeldentfernungsservice Automat der Tracker Allianz. Sollte irgendwo in dem besiedelten System Kopfgeld auf dir ausgesetzt sein, keine Sorge, für eine geringe Gebühr entfernen wir dieses. Unseren Aufzeichnungen zufolge wirst du derzeit von keiner Fraktion in besiedelten Systemen gesucht. Bei Bedarf kannst du uns gerne erneut kontaktieren. Gut zu wissen, falls mal etwas schiefgehen sollte. Es gibt also immer mehr als genug Arbeit. Oh, hier kurz, wir klauen uns hier nichts. Wir gucken uns mal ein bisschen um, was es hier so gibt, wie irgendwas Interessantes rumliegt. Ist das da unser Kontakt, mit dem wir reden sollten? Oder ist es jetzt nur ein anderer Auftrag? Aber ich hoffe, es ist unser Auftrag. Mach keinen Ärger und keinen Stress. Dann sind alle glücklich. Nee, es ist Jack. Aber warum sollen wir mit Jack reden? Es muss nicht geht jeder mit seinen Problemen über frische Luft kommen, oder? Ich bin kein Psychiater. Ich suche einen Vanguard namens Mora. Hast du was gehört davon? Oder von der Person? Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Mhm.
Moment, Pechschwarze See? Meinst du das etwa anders? Er meint das Weltall. Ma'am. Okay. Wenn du seine Patrouillenroute kennst, können wir ihn aufspüren? Ah, ja. Von der habe ich gehört. Nach der dritten oder vierten Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also. Nee, also ich lasse mich jetzt nicht erpressen, damit ich die Infos bekomme. Warte. Oh, zu Sarah können wir sagen, mach mir da weiter, wo du zuguckst, dass du lügst. Und überzeugen ihn. Du willst Profit daraus schlagen, dass er Hilfe braucht. Versuch uns mal mit überzeugen. Hey, in Cydonia leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenkungen oder sogar Bedrohungen wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen. Scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen pokern hier. Wir haben drei Züge. Natürlich, das rote hier unten gibt, wird die meisten geben, außer am riskantesten. Das war eine Option. Es muss doch einen Weg geben, wie wir hier beide als Sieger hervorgehen. Was ist dir wichtiger, das Geld oder Moras Leben? Stell ihn dir bitte da draußen vor, Mutterseelen allein. Du machst dir keine Gedanken über Geld. Oder jede vergeudete Minute könnte sein Schicksal besiegeln. Ich gehe mal direkt offensiv rein. Ja, du hast recht. Hat gepasst. Okay, ich gebe auf. Ich muss eben über die Runden kommen. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Okay. Ja, dann wohl mal auf zur Venus. Hallo, jemand hier? Aus Prinzip, aber mal kurz in die Toiletten reingucken. Okay. Sarah, warum folgst du mir? Das ist ein bisschen unangenehm. Okay, ich gucke immer noch so ein bisschen nach diesen Postern oder solchen Schriftstücken, die irgendwo rumliegen. Aber hier liegt, glaube ich, nichts rum. Öl gestoßen, aber nur wieder ein Wasser vorkommen. Öl wäre krass gewesen. Interessante Aussicht hier. Sag, wenn du was brauchst. Es gibt alle möglichen Miner. Junge Haudegen, ehemalige Soldaten. Ist schon krass viel los, also viele Dialoge hier auch die ganze Zeit. Okay, hallo. Ich versuche dann bei jedem Dialog mal zu lauschen und dann gucken wir so, okay, ist wieder nur so ein Nebendialog, der jetzt unwichtig ist, oder ist es doch einer, der vielleicht irgendwie wichtige Informationen beinhaltet? Was? Ach Gott. Sarah, bitte lass mich raus. So, wir müssen zur Venus auf jeden Fall. Wir könnten uns hier noch ein bisschen umschauen. Wahnsinn. Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein. Die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Bäume, kein Gras. Deprimierend. Na, alles gut, Sarah? Oder magst du die Wand ein bisschen sehr? Ja, das wäre auch kein Ort für mich, hier irgendwie drin zu hocken. Huch. Manchmal hätte ich gerne einen leichteren Job. Maßgesicht können wir aktivieren. Achso, da kann man ein bisschen Text lesen. Ja, wie immer, ihr könnt es kurz durchlesen oder pausieren. Ich schaue mir das jetzt nicht unbedingt an. Ich muss nicht echt mal die ganzen Texte mal im Nachhinein nach den Folgen immer noch lesen. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn ich mir zwischendurch einfach mal Screenshots mache. Praktisch parallel, wenn ihr pausiert. Also wenn jemand pausiert. Okay, da unten steht... Achso, ich dachte gerade Panzer, aber nein, es schaut eher nur nach normaler Mars-Ausrüstung aus. Obwohl...
Na doch wohl, das könnte schon ein Kampfpanzer sein. Eventuell. Man weiß ja nicht, was hier unten so abgeht. Achtung. Es erfolgt nun die letzte subterrane Teilchendetonation des Tages. Bitte lose Gegenstände sichern, selbst Halt suchen oder sitzen bleiben, sollte es zu unvorhergesehenen Beben kommen. Detonation mal kurz zu. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, das war wahrscheinlich draußen. Okay. Letzte Teilchendetonation abgeschlossen. Normale Aktivität kann fortgesetzt werden. Die Kriminalitätsrate war noch nicht so. Die nächste Detonation erfolgt morgen früh. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier sind sehr, sehr viele Dialoge, die dann überall an alles anquatschen. Ich gucke mal ganz kurz, was wir sind an Aufträgen eigentlich bekommen. Aber irgendwas mit Trevor war noch, mit dem wir reden sollen? Was ist denn hier mit Sprich mit Trevor? Woher? Wer ist Trevor? Man kann auf der Karte sich anzeigen lassen, das ist schon mal ganz gut, weil sonst wäre ich echt verloren, jetzt wer denn dieser Trevor sein soll. Ja, irgendwo hier. Auf dem Mars auf jeden Fall, aber okay, das war es anscheinend auch. Ach halt, nein, nicht so. Was ist das denn hier? Halt, mal gucken. Sternwerft von Nova Galactic, ach so. Mutig, einfach so bei einer Trackerin aufzutauchen. Du stehst halt mitten im Gang rum, das ist jetzt nicht mutig, ich bin einfach vorbeigekommen. Man kommt halt bei dir vorbei, also mutig würde ich das jetzt nicht nennen. Und was mache ich? Ich bin schon komplett planlos hier rumlaufen. So, ich will eigentlich kurz in die Aufträge mal allgemein reinschauen, was wir noch so alles haben. So, Benjamin Hilfe anbieten. Ich habe keine Ahnung mehr, wer der jetzt schon wieder ist. Genau, Kopfgeldmission können wir starten von der Auftragsbörse. Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Okay, wann auch immer das dazu kam. Genau, wir können den Vanguard beitreten. Ach so, das Region Industries ist eine richtige Mission jetzt hier oben. Also hat einen eigenen Reiter und Vanguard gehört erstmal nur zu Aktivitäten mit dazu. Sergeant Yumi, keine Ahnung, wer das ist. Außenposten errichten, okay, das ist was anderes. Dann gibt es noch die Constellation Auftragsbörse. Ach stimmt, die gibt es ja auch noch, ja. Haben wir gar nicht reingeschaut. Och Gott. Ich bin ein kleines bisschen überfordert, aber ich glaube, das wird vielen Spielern so gehen. Vorsicht bei den Geländern auf den oberen Ebenen. Und wenn es euch auch so geht, seid gerne mit mir überfordert. Das Büro des Gouverneurs auf der Hauptebene liegt halt noch lange nicht an. Okay, interessante Info, dass das Büro des Gouverneurs auf der Hauptebene liegt, falls ihr es nicht gehört habt. Hat gerade die Security-Dame gesagt, heißt noch lange nicht, dass es sicher ist. Oder dort sicher ist. Interessant. Also auf dem Mars wohl hohe Kriminalität. Oder einfach gefährlich wegen den ganzen Bohrungen und allem hier. Ach, kümmere dich um dein Schiff, sonst kann es teuer werden. Ja, ja, okay. Warum meckerst du mich so an? Steh ich blöd? Blockiere ich jemanden? Habe ich vergessen, eine Parkscheibe in die Scheibe zu legen? Ups. Ich komme ja schon. Entschuldigung. So, wir sprinten mal kurz. Und springen. Oh Gott, man kann ja so schon springen. Hui. Das liebe ich auch so in Elder Scrolls Spielen, wie weit man aber springen kann. Ich meine, gut, hier sitzt. Ups, boink, ouch. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Na gut, hier ist es natürlich der Physik und dem Spiel geschuldet, also wirklich dem Universum des Spiels. Ist die Crew-Position, sich wieder ins Bett zu legen? So, ich muss mein Schiffsinventar prüfen, war die Anweisung. Ja, Frachtraum. Jetzt. Wir haben hier noch unsere Notizen. Wir haben Sonstiges, wir haben Ressourcen. Alles. Ich gucke jetzt mal überall rein. Jetzt können wir hier System wählen. Ist auch nicht so ganz, was man... Okay, sind noch verschiedene Antriebssachen und Kanonen oder sonst irgendwas. Ja, okay. Untersuchen. Ne, das ist nur die Anzeige ohne alles. Haben wir 9 Skill mittlerweile freigeschaltet? Ne, haben wir 0. Haben wir jetzt die Aufgabe erledigt mit? Prüfe dein Schiffsinventar.
Ich bin total verwirrt bei der Aufgabe. Ufer das Metall eines Schiffs. Ja, okay. Karte anzeigen, hat das vielleicht irgendeine... Nee. Ja, mein... Immer drückt die falsche Taste. Okay, aber wie überprüfe ich denn das Inventar meines Schiffs? Spiel muss mir noch ein kleines bisschen helfen dabei. Aber wir könnten was kochen eventuell. Können wir das? Mal gucken. Okay, nein, wir haben nirgends die Zutaten für. Interessant, hier sind die Sachen jetzt auch grün. Bei der anderen Station, wo wir mal das uns angeschaut haben, da waren die Sachen in orange-gelb an... Oder, ja, orange fast schon dunkelrot angezeigt. Orten? Ortung aufheben. Ja, warum können wir die Sachen in Orten? Achso, ach, wir tracken praktisch, ob wir die Sachen... Ah, okay. Orten hat mich da ein bisschen irritiert. Sarah, weißt du, wie ich vielleicht mein Schiffsinventar prüfen kann? Kann ich das mit dir irgendwie machen? Kannst du mir helfen? Nee. Du musst los? Ja, ich muss los. Ich muss ganz dringend los. Vielleicht muss ich auch groß. Navigationskonsole wird euch auch nicht weiterhelfen hier an der Stelle. Zum Schiff, ja, nö. Sion kann ich mir anzeigen lassen. Hm. Macht zwar keinen Sinn, das irgendwie zu tracken, weil bringt ja nichts. Ach, Entschuldigung, du musst kurz husten. Und hier, ich gucke noch einmal kurz hier rein, aber das bringt, glaube ich, auch nichts, oder? Mit so einem Ausrufezeichen für das da, aber können wir ihn noch nicht machen. Ah, Außenpostentechnik müssen wir dafür geskillt haben. Ah, okay, wir müssen also auch verschiedene Techniken noch, oder halt Level noch skillen, damit wir überhaupt die Sachen upgraden können. Ah. So, wir haben hier eins und können wir auf Stufe 2 gehen. Achso, das ist das hier schon, okay. Natürlich, ja. Prüfe dein Schiffsinventar. Ich bin komplett verwirrt bei dieser Aufgabe. So ein bisschen ein Questtext wäre doch ganz gut irgendwie dabei. Aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge fliegen wir zu Venus. Da wissen wir zumindest, was wir machen müssen. Bei der Hauptaufgabe. Oh, ich kann mich nicht oft genug wiederholen, wie verdammt gut dieses Spiel irgendwie ausschaut. Auch so nachts gerade hier wieder. Es schaut einfach total gut aus. Naja, dann bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und bis dann. Macht's gut. Tschüss.